sonst unterwegs. So, jetzt muss ich mal gucken, wo Birken sind. Hier hatte ich, glaube ich, keine gesehen. Ich brauche Birken, Birken. Hier waren wir ja mit Angela runtergegangen, genau. Hier waren keine Birken. Ich muss jetzt mal was trinken, schnell, hier. Ist das nicht eine Sauerei? Ich habe gerade genüsslich das Glas rotes Blubberwasser. Wo kommt der denn her? Der hier irgendwie sich in der Höhle hier verjüst. Ja. Na, prima. Hat er gleich eine Wasserader aufgesprengt. So, dann wollen wir mal gucken. Ich darf nicht zu weit weggehen. Habe ich denn noch Wolle dabei? Nee. Jetzt könnte ich mir ein Bett bauen. Oder ich nehme ein Bett mit von da unten. Das mache ich. Und dann lege ich mich mal nachts hin oder unterwegs hin in der Nacht. Upsa, Vorsicht, hier ist... So, Birkenholz brauchen wir. Ich weiß jetzt leider nicht, wo Birken sind. Vielleicht habe ich auch Sämlinge, Setzlinge da drin. Keine Ahnung. Aber wir werden mal das Bett hier unten mitnehmen aus da. Ja, ein Brot noch. Muss reichen. Hier liegen immer Eier an den gleichen Stellen. So, und jetzt geht's durch die nicht vorhandenen Türen. Da ist das Bett, das nehmen wir mal mit. Ein Bett in der Hand ist nett. Wie gerne hätte ich ein Bett in der Nacht um 7:30 oder um 9:00, da würde ich mich freuen. So, dann schauen wir mal, dass wir irgendwo Birken kriegen. Das ist auch gleich mal was Schönes. Da können wir mal so ein bisschen die Umgebung erkunden hier. Ich glaube, hier runter waren wir überhaupt noch nicht gewesen. Ja, was gibt's denn noch? So, zu. Meine Fresse. So, was gibt's denn noch zu? Da ist ein Knochen. Den sollte man mitnehmen. Was gibt's noch zu erzählen? Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben hier? Mal gucken. Ach ja, das kann ich ja auch sagen. Genau, ich habe ja Anfang... Na, jetzt muss ich das richtig so hinschieben, dass ich es auch lesen kann. So, also mal richtig. Ich habe Anfang April, ja. Oder irgendwann war es Mitte April, Anfang April. Auf jeden Fall ist schon eine Weile her. Hatte ich ja eine Umfrage gestartet, nämlich welches Spiel möchtet ihr denn gerne, dass ich noch spiele? Und ich habe drei zur Auswahl gestellt, nämlich zum einen, es sind alles drei Spiele, die ich selber gerne, eine Zeit lang gerne gespielt habe. Da war zunächst mal das Spiel, das Online-Spiel, hier kriegen wir wohl... Hier ist ein Biombruch, ne? Gucken. Karte, ja, genau. Also gehen wir mal hier rechts rum. Ja, ja, schniff, schniff. Schniff, schniff. Aber Birken gibt's hier wohl nicht, was? Ja, ja, das sind aber Bergformationen hier. Dunkel war's. Also die Umfrage. Da kommt es. So, da ist ein Sandbiom, ein Schneebiom. Die Umfrage war, wie gesagt, Runes of Magic hat 7 Stimmen bekommen.
5% der abgegebenen Stimmen, oder die abgegebenen Stimmen, 132. Das ist ja auch ein schöner Berg da. Ist alles schon ein bisschen weit weg von mir, sonst könnten wir hier oben auch noch was bauen. So, Runes of Magic, wie gesagt, 5% mit 7 Stimmen. Dann hatte ich vorgeschlagen, als weiteres Spiel auch noch ein Online-Game, Afterworld. Runes of Magic ist ja so ein bisschen wie World of Warcraft, glaube ich. Ich kenne World of Warcraft nicht, aber man sagte mir das da im Spiel. Das wäre ja durchaus nur so ein Abklatsch davon, allerdings umsonst. In World of Warcraft muss man ja WoW was bezahlen, ja, glaube ich, zumindest das Spiel. Und bei dem Spiel kann man sich alles... Aha. Das ist wohl eine Hütte von einer Hexe. Aha. Scheint leer zu sein. Gibt es hier irgendwas Interessantes drin? Nee. Außer ein Bubentopf nicht. Okay, gut, dann... Ja, wir sind ja auch hier in einem Sumpfbiom. Und ich suche eigentlich Birken. Ich finde keine. Ich glaube, wir hatten noch da auf der anderen Seite Birken gehabt eigentlich, oder? Naja, irgendwie werden wir auch noch an Birken kommen. Ich gehe da mal wieder etwas nach rechts. Bisschen auf mehr trockenes Land gehen. Ja, wie gesagt, Afterworld, ein russisches Spiel, Online-Spiel, hatte 27 Stimmen, das sind 21% der Stimmen. Und das hat den zweiten Platz belegt. Und deswegen werde ich das auch mal irgendwann... Oh, was sind wir denn hier? Da kommen sie überhaupt nicht mehr weiter. Also müssen wir in die Richtung. Das war's mit dem Essen. Jo, Schweine hat's hier genug. Aber keine Birken. Ja, und Sieger ist das Spiel Rollercoaster Tycoon 3. Kein Online-Spiel und ich hätte es also schon längst mal spielen können. Aber im Umzug war leider das. So, sind wir jetzt an dem Biombruch. Ja, wo seid denn ihr Birken geblieben, ihr Idioten? Birken, Birken will ich haben. Nix mit Birken. Rollercoaster Tycoon mit 98 von 132 Stimmen. Das bedeutet, ach, hier war ich doch schon. Ja, aber das ist eigentlich ein guter Weg hier rüber. Mit 98 von 132 Stimmen oder 74%. Zwei Drittel Mehrheit, ganz klar, natürlich. Und deswegen wird das auch demnächst angespielt. Vielleicht ist ja die erste Folge schon raus, wenn ihr diese Folge seht. Denn das werde ich also innerhalb der nächsten Tage mal anfangen. Warum das so lange gedauert hat. Nun, ich hatte die Schatulle für das Spiel, wo die CD drin war, hatte ich erstmal gesucht und dann gefunden. Und dann machte ich die Schatulle auf und da war ein ganz anderes Spiel drin. Jo, und im Computer war es auch nicht. Und das musste ich dann erstmal suchen. Es ist ja immer so, wenn man
ein Spiel spielen will, dann macht man es auf und hat meine CD, wunderbar. Und dann ist ja im CD-Spieler meistens keine Birken. Hier sind auch Kühe. Okay, legen wir uns mal hin. Kann ich noch nicht. Dann ist ja im CD-Spieler meistens noch ein altes Spiel drin und das nimmt man dann raus und tut es dann in die Schatulle für das neue Spiel, was man spielen will, und dann hat man wieder ein anderes Spiel. Ja, und dann da funktioniert das dann ganz genauso. Das heißt, okay, weiter morgen damit.